So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Namen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Reanimator, hatten wir schon lange nicht mehr, und zwar BR, gegen Yurion Death in Texas, abgekürzt als Yurion Texas. Das wird witzig. Ja. Traditionell nicht so das geilste Matchup für Texas, weil Reanimator halt relativ zügig mal so ein Grusel-Daddy raushauen kann. Und seit Modern Horizons 2 auch sehr viel schlechter durch den Archon und durch den Emissary und Grief und all so Sachen, weil diese Dinger sind nicht Legendary. Nee, gerade das Archon macht so viel mittlerweile in Reanimator. Ja. Und ja, auf der anderen Seite, Yurion Texas zeigt ja schon, man hat einen Karkas auf der Hand. Man spielt, glaube ich, mittlerweile 4 Karkas in dem Deck. Muss man ja. Ja, bei 80 Karten. Bei 80 Karten wäre das sonst schlecht. Ja. Da ist ein Badlands into Faithless Looting. Zieh 2 und dann kommt 2 in Schrott. Yes. Normalerweise immer Card Minus. Hierbei sogar Card Plus, weil man seinen Friedhof ja weiter benutzen kann und möchte. Ja, ja. Also hier, also normalerweise eine Karte mindestens Minus. Hm. Hier bis zu einer Plus. Okay, das ist ein Scrubland. Mit Weiß im Mainboard. Ja, Scrubland hast du meistens im Mainboard, damit du sowas wie Serenity und so weiter am Sideboard hast. Das tut weh. Keine Kreatur gefunden. Und ein Exium weggeschmissen. Ja, ja. Ebener Go, klassischer Death and Texas Start. Man möchte hier auf jeden Fall natürlich seinen Karakas verstecken, damit der Gegner vielleicht doch für den Grusel-Daddy geht. Ja, das Problem ist halt, wenn der dafür geht, ist meistens schon im Marschplatz. Ein Brackmarsch. Ja, tappen, opfern. Wunderschön. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich die untere Playmat falsch wieder liegen hat. Ganz schlimm. Kommt demnächst eine neue. Ach, endlich mal links und rechts bis zum Rand zu gehen. Ja, ansonsten müssen die Leute auch ihre Playmat nicht mehr drauflegen. Auch wenn sie von Token vor MTG.com ist. Ich habe meine auch nicht draufgelegt bei den Spielen. Ja. Deswegen. Man geht hier als zweites Land für Basic. Interessant. Unmask. Talia, Stoneforge. Boah. Spirit of Labyrinth, yes. Ja, ist jetzt die Frage, was du nimmst. Da man nicht vorhat, den Grusel-Daddy zu rufen, würde ich fast schon einfach die Stoneforge nehmen, weil sie am gefährlichsten ist, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, die holt Kaldra und Kaldra macht dort Axiom kommt ins Exile. Ja, wird ja auch gemacht. Sehr, sehr schön. Und dann sagt man, Entomb, sehr stark. Wenn man Axiom weg hat, dann hat man noch einen Reanimate. Dann hat man auf jeden Fall noch eine Art von Reanimate. Ja, der Gegner macht halt nichts. Nee, also die Hand von Death in Texas sagt gerade, bin ich tot? Ah, such dir keinen Grizzle-Daddy. Das ist das Einzige, was diese Hand sagt. Ja, und dann sucht man sich halt einen Archon. Ja, Archon, wenn er ins Spiel kommt und angreift, muss der Gegner eine Kreatur opfern, Karte abwerfen und verliert 3 Leben. Hätchen, nicht schlecht. Ja, das ist ein Reanimate. Als letzte Karte auf der Hand. Reanimate, opfert man sich den Archon. Piu, piu, 3 Schaden. Das sind jetzt auch noch 6 in der Fresse. Ja. 7. Ein Fetch. Müsste. Und dann. Ja, dann müsste man noch genau triggern. Abwerfen. Piu, piu, piu. Damage. Bam. Ja, da wird eine Stoneforge. Eine Talia abgeworfen. Ja. Macht doch Sinn. Ich bin jetzt ist sowieso die Frage. Eigentlich bringt dich jetzt nur ein Swords weiter. Genau. Es ist Swords zu Blow Shares, Obast. Aber man hat ja auch ein paar Angriffe. Aber man kriegt sogar 3 Leben durch den Acker. Und man darf eine Karte ziehen. Der ist so broken. What the fuck? Der ist so broken. Da ist ein Spirit of the Labyrinth. Der verhindert natürlich, dass der Acker eine Karte ziehen. Ganz schlimm. Zumindest das ist so lange, natürlich schlecht. Bis er angreift, dann muss er ihn nämlich opfern. Stimmt, ja. Das ist halt wirklich, das ist. Ah, dieses Archon-Viech ist wirklich der Wahnsinn. Bam. Und auch ins Gesicht 6 Stück. Opfern, Discard, 2. Karkas weg. Ja, man braucht hier ganz dringend Swords to Plowshares. Genau, Karte geziehen durfte man dann.
Ja, weil es ja nach dem Block passiert. Ja. Nenn ich nach dem Block. Erst muss der Gegner das machen, dann muss stimmt, das wird ja von oben nach unten abgearbeitet, dann ist der Ding schon wieder weg. Ja. Yes. Port. Flickerwisp. Ja. Recruiter, der kann Solitude holen. Yo. Yo. Tut er auch. Das musst du zeigen, wenn ja, macht er wahrscheinlich gleich auch. Ah, man sieht so wunderschön, wie man mit 80 Karten einfach nicht mischen kann. Vor allem für den ehemaligen Commander-Spieler. Ne? Ja, ehemaliger Commander-Spieler. Der hat so geheult an dem Tag. Ja, ich auch. Ich auch. Also ich habe ja auch Jurion in dem Event gespielt und es ist wirklich ätzend. Ja, okay, ich habe ja auch schon Jurion Pyle gespielt. Das ist halt irgendwie immer ein bisschen lästig. Ne? Ja, sadly. Sadly. Genau, jetzt zeigt mir die Karte vor. Nein. Das war ein Fehler. Du, du, du. Das ist ein du, 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 böser, böser, böser Steffen. Oder er hat es angesagt. Das ist egal. Ich kann ja auch sonst was ansagen, was auf die Hand nehmen. Er hätte jetzt auch, keine Ahnung, Swords to Plushes auf die Hand nehmen können. Genau. Jetzt zeigt das halt. Ja, aber das... Ja, korrekt ist es nicht. Solitude exiled die Kreatur wie in Swords to Plowshares. Kann man spielen wie... Hat Flash, kann man eine weiße Karte exilen. Kann man spielen wie Force of Negation. Ja. Man kriegt keinen Schaden. Ja, stimmt. Kann man auch im eigenen Zug spielen. Stimmt, ja. Genau, dann geht der in den Friedhof und der Gegner ist auf einer Menge Leben. 23, um genau zu sein. Yes. Das macht Spaß. Jetzt natürlich die Frage, oh, das ist ein Animate Dead. Hat man irgendwas, um eine Kreatur in den Friedhof zu bekommen? Man hat 3 Karten gezogen, ne? Kann man Animate Dead auf Gegnerkreaturen spielen? Ja. Dann könnte man hier tatsächlich den Solitude holen. Und könnte den Ding rausnehmen. Den Recruiter. Einfach nur, damit da kein Flicker-Shenanigans passiert. Ich meine, Animate Dead geht auch auf Krieg. Wasteland rot auf jeden Fall. Ja. Man hätte auch Flashback Faces Ludi machen können. Erste Runde war ein Faces Looting. Ja, hätte Flashback Faces Ludi machen müssen. Faces Looting. Wenn man nichts hat, ja. Ja, genau, es macht keinen Grund, es nichts. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nichts zu tun. Außer man hat einen Entomb. Aber dann hätte man Entomb Animate Dead spielen können. Der Upkeep Port ist Bayou. Wobei das tut weh, dass man hier nicht. Ja, ja, Grün macht jetzt. Ja, das ist getappt. Ja. Zweiter Swamp. Ergibt man jetzt hier einfach für das Animate Dead auf den Solitude? Boah. Also hier hätte man auf jeden Fall das Face Looting. Deswegen mag ich das, dieses hässliche Face Looting aus damit man Mystical sieht. Archives, damit man sieht. Das Animate Dead auf Solitude, tatsächlich der Move, den wir vorgeschlagen haben, macht Solitude jetzt leider zum 2-2, ja, richtig? Ja, kriegt der minus 1, minus 1. Minus 1-0, genau. Aber dafür geht der Recruiter weg und man hat einen 2-2er und kriegt mehr Leben. True. Problem ist halt jetzt, wenn der Gegner einen Flickerwisp zählt und man dann Solitude flickern kann, hat man halt 2 Kreaturen. Ja, das stimmt. Das ist eine Flagstones auf der Hand. Mhm. Guten Flagstones auf Drokai. 1, 2, 3. Oh. Passiert jetzt wirklich noch was? Jurion auf die Hand. Stimmt. Oh, ja, yes. Es ist eine solide Strategie. Yes. Karga ist offen gelassen, auch sehr gut. Das ist ein... Jetzt könnte man rot fetchen für Faceless Looting Flashback wieder. Wenn man dran denkt. Wenn man dran denkt. 21 Leben. Ja, passiert da gerade. Auf jeden Fall genug für Grusel Daddy, wenn man ihn sieht. Ja, dicke. Man kann auf jeden Fall noch einmal Karten ziehen. Zweimal Karten. Ne, einmal. Einmal Karten ziehen? Ja, mit einmal geht auf jeden Fall noch mit Reanimate, ja. Ja, ja. Genau, da ist ein Badlands. Also wird es wahrscheinlich gesehen worden sein, das wäre es Looting. Ja, wahrscheinlich hat man es gerade eben dann gesehen, als das Badlands wegging, dass man es verzimmelt hat. Oder man hat noch was auf der Hand in die Richtung. Wird nochmal nachgelesen. 2. Beat. Okay. Ich glaube, da ist ein Archon auf der Hand. Ja, noch besser. Das wäre ja noch besser.
Genau, 23-7. Das ist schon eine Menge Live-Unterschied. Okay, rot, grün, 4. Grief. Grief. Ist natürlich gut mit dem Jorion. Oh, eine Better Skull auf der Hand. Oh, das tut weh. Ja, und Menace macht dann halt auch... Echt, Jürich? Boah, hätte ich wahrscheinlich die Better Skull genommen. Einfach aus Angst. Weil die Better Skull macht halt Lifelink alles. Ja, und du schlägst halt mit Menace 3 vorne zu. Und er halt mit 4 zurück. Das ist ein Skyclave. Ja. Der kann zumindest die Verzauberung nehmen, was den Solitude wieder killt. Dann geht der in Grave. Die ist in Exile. Der ist auf 2. Genau. Grief ist halt hier sehr, sehr cool, weil er halt zwischen kann, aber das mit dem Face, das tut mir ein bisschen leid, dass das ignoriert wird. Ja. Ist wahrscheinlich gerade einfach blind. Ja, Betriebsblindheit. Da passiert ganz gerne bei Magic-Spielern. Und ich bin auch keine Ausnahme. Also absolut nicht. Dementsprechend darf ich mich auch darüber beschweren, wenn andere Leute betriebsblind sind. Land. Ja, ist jetzt die Frage. Nächste Runde ist eh fast. Kann da Texas jetzt noch großartig schwarz reißen? Ich weiß nicht. Oh, wurde hier das Looting gesehen? Ich glaube. Hier wurde das Looting gesehen, jawohl. Sehr Second gut. Main. Zieht man 2, wirft 2 ab. Das sieht doch besser aus. Halt Ark, wenn der Ark wirklich auf der Hand hat, Emissary. Und ein Swamp. Okay, dann war es nicht das Ark. Und es kann sein, dass es der Emissary war. Der Emissary ist auch gut. Der gibt dann einfach Schutz vor Creatures? Nee, das kann er nicht. Creatures oder for instance. Was konnte der nicht? Hat Schutz vor Artefakten? Die Better Skull, kacke. Habt ihr jetzt echt noch die Better Skull runter? Das kann auch mal rumgeturnt werden. 2. Simon kann dem Grief jetzt irgendwie plus 1 bis 0 geben. Vier, 4 Wachsamkeit, Lifelink, ohne Token. Wahrscheinlich in Deckbox keinen Platz mehr gehabt, weil man 80 Karten Jorion spielen muss. Das ist eine gute Frage. Okay. Die Frage, weil wenn der Emissary wirklich vor Kreaturen Schutz geben kann, dann sieht das schon echt schlecht aus. Wir wollen, wenn man den Better Skull einfach blocken kann. Aber meine Kreaturen wär nicht drin. Ich gucke mal in der Regie nach. Beat für 3? Okay, Beat für 3. Choose a card type. Wow, der gibt einfach Choose a card type. Also auf Kreaturen. Krass. Hier kann nichts gemacht werden. Alter, das ist so bitter. Und jetzt auf einem Leben kann die Better Skull halt echt noch viel machen. Ja, ja, die macht aus einem halt 5 und dann... Ja. Bam. Vor allem, wenn man jetzt den Skycliff offen lässt, kann man jetzt auch gleich sogar blocken. Ja. Das ist stark. Das kann jetzt echt noch in die andere Richtung gehen. Frage ist, okay, wird geportet das Rote? Hier wird geportet das Grüne. Das sieht aus wie ein Axiom. Das will man aber nicht zocken. Das will man nicht zocken. Da kommt der Solitude nämlich mit. Oh, warte mal gerade. Ja, warte, ich bin auch gerade überlegen. Active Player, Non-Active Player. Nee, der Solitude ist ein ETB und der andere ist ein When. Dadurch müsste der Emissary, oder As. As müsste der sein. As, Emissary, enters the battlefield. Und dadurch ist es kein... Ist kein ETB. Ja, ist kein ETB. Das heißt, der kommt zuerst durch. Und dann haben die schon dann Schrau. Kommt, dann haben die Schutz. Schon Schutz vor Kreaturen. Und dann kommt erst der Solitude. Das würde funktionieren. Swords to Plowshares. Zwei Schaden for free. Und dann kriegt man 3 Leben. Ja.
Nice. Ja. Genau. Ja, aber jetzt wirklich das Axiom, das wäre halt so geil. Weil es halt genau dieses Outplay spielen würde, dass man halt ein S hat und der ETB dann erst später kommt als Trigger und das andere dann schon durch das ist. Das muss man halt sehen. Und wissen. Ja. Weil das ist schon eine sehr tricky Interaction tatsächlich. Vor allem sagst du dann halt auch einmal fuck you to better skull. Du sagst einfach zu allem fuck you, weil er kann es mal angreifen. Er kriegt 3 Leben. Wie groß ist der 7-7 oder 8-8? Boah. Wenn nämlich 8-8 ist, dann ist es dir noch egaler. Der ist 7-7. Schade, dann ist noch nicht mal Leafly. Der fliegt auch noch. Das heißt, du blockst dann halt in der nächsten Runde einfach die Better Skull. Die macht keinen Schaden. Oh, da ist kein weiteres Land im Deck. What? 6 Länder. No. 2 Sümpfe, 2 Badlands. No. Ein Bayou, ein weißes. Reanimate Emissary. Kreaturen. Ich meine, 8 Leben. Schade. Man hätte hier wahrscheinlich auf das Axiom gegangen, wenn es gehen würde. Genau. Ja, man kann aber immer noch aufs Axiom gehen. Ja. Das Lustige ist, Solitude, wenn er ins Spiel kommt, exilt er. Muss ein Target haben, ne? Oder es ist Abturn. Oder Any Number. Nee, Any Number geht nicht. Any Number geht nicht. Das wäre stark. Aber das wär natürlich witzig, weil du den Gegner dazu zwingen würdest, seine eigene Kreatur. Wobei, ich glaube, er macht nur von Opponents, oder? Ha, ich bin mir so unsicher. Das sind alles so diese 1x2-Karten. Auch wenn das schon seit 1,5 Jahren draußen ist, das Set. Up to one, okay. Also muss er keine nehmen. No. Und er kann sich nicht selber nehmen. Recruiter, ja okay, wenn der jetzt natürlich... Ah, was kannst du nehmen? Recruiter könnte halt... Boah, schwierig. Wirklich schwierig, weil um den Emissary kommst du nicht drum herum. Du kannst nicht flickern. Ich würde eine... Noch Flicker Wisp und dann into Mother of Runes gehen, aber das dauert, glaube ich, zu lange. Du musst jetzt auf jeden Fall was haben, was den blockt. Jupp. Also der wird wahrscheinlich Creature angesagt haben. Yes. Aber ich. Du hast aber auch so nicht so was wie ein Spellqueller oder so da drin, dass du dir einen Swords raussuchen kannst. Nee. Spellseeker. Nee, ich glaube, das ist rum. Ich glaube, da ist keine Kreatur, kein nichts mehr, was da irgendwie noch was geben würde. Da wird auch noch gesucht. Das Line Sash, das macht nicht so viel. Die macht halt Future Plans was, aber jetzt nicht. Ich frage, ob man sie überhaupt zeigt. Ich glaube, man wird sie am besten nicht zeigen. Nee, ich glaube, das ist einfach rum. Wenn Creature angesagt wurde, ne? Ja, aber gegen Texas mit den 4 Swords, wovon 1 schon raus ist bei 80 Karten. Oder 2 von den Ausrüstungen, die halt nichts bringen, wenn man sie ansagt. Da wird Creature gesagt worden sein. Mother of Runes wäre halt cool, wenn man Flieger hätte und die eine Runde liegen bleiben würde. Aber sonst sehe ich da aktuell wenig Chancen tatsächlich, da irgendwas zu machen. Nee, das ist 1-0 für Reanimator. Nach einem doch sehr langen Match. Ja. Krass. Ja. Sideboard, Rest in Peace, Peacekeeper, Removal? Surgical, wenn da ist, und weiteres Removal. Also das Ding. Raus können halt die... ich würde gegen Reanimator wahrscheinlich das komplette Stormforge-Package cutten. Du schaffst es nicht, schneller zu sein als der Reanimator-Spieler, und sie bringen dir fast nichts. Außer die Lions, die würde ich einfach random drin lassen. Ja, die kannst du auch tutoren. Genau, aber sowas wie Ding bringt halt nichts. Jitte oder so ist halt eine Müllkarte gegen Reanimator. Ja, das stimmt schon. Deswegen, da ist auf jeden Fall auch ein Rest-A-Piece auf der Hand. Turn 2 kann das zu spät kommen. Das ist wohl wahr. Reanimator ist halt echt ein richtiges Biest. Ja, aber da ist auch ein Solitude auf der Hand. Aber keine zweite weiße Karte. Hey. Und ein Unmask bei Reanimator. Eieiei. Das Unmask kann halt schon. Das kann wehtun, natürlich. Kann also halt game-changing sein. Wenn du jetzt aufgehen kannst mit Dark Rid,
Entomb Exium oder so. Boah. Ja. Ist, nicht so, als ob ich das nicht sogar an dem Abend erlebt hätte, genau diese Situation. Okay, ich habe mein Headpiece auf der Hand. Wupp, wupp, wupp. Ja, yeah, genau das. Genau das. Vor allem mittlerweile mit Grief, ne? Dann machst du quasi das Unmask über Grief und reanimatest dann das Grief und hast ein Buddy liegen und zwei Handkarten rausgezogen. Das ist halt so. What the fuck? Ja. Das tut ziemlich weh. Da ist ein Grief Unmask. Als hätte ich es nicht gesagt. Weil ich glaube, Grief nimmt dasselbe wie Unmask. Ja. Ja. Da ist noch eine Flicker Wisp und ein Field of the, nicht of the Dead, sondern Field of Ruin. Field of Ruin, ja, krass, stimmt. Man nimmt nicht das Solitude, das heißt, man kann diese Runde nichts mehr machen. Da ist auf jeden Fall noch ein Animate Dead auf der Hand. Das ich ja, das gesehen. Ist ein White Border Card, das muss Animate Dead sein. Das ist auch so eine der einzigen Karten, die man nicht in Englisch Black Border spielen möchte. Ja, aber Old die Border. Halt einfach mal als Beta ist. Richtig. In Deutsch natürlich voll okay. Mehr Deutsch braucht das Land. Mit einem Grund, weswegen ich nie Reanimator spielen werde. End of Turn, End Hoop. Jo. Da ist ein Karakas gelegt worden, das heißt, man nimmt hier auf jeden Fall wieder Archon. Archon wäre natürlich jetzt auch strong, weil den ETB hat man so oder so. Jo. Und die Mama geht so oder so dann drauf. Weil davor kannst du keinen Schutz geben. Nee. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, der tut halt auch erzählbar erstmal noch nichts. Seit man hat noch einen Discard. Das stimmt. Ja, oder man zieht halt dann die Discard davor schon mal, also das Solitude schon mal raus. Ich glaube, da waren gerade ein Forties. War da echt ein Forties? Ich glaube, da waren gerade ein Forties. Top-Deck-Forties. Aber man braucht noch einen Dark Red oder ein Petal für das Animate Dead auf den Archon. Oder man hat noch einen Reanimate. Forties. Die Terus. Okay. Uff. Ja, okay, dadurch, dass man da jetzt halt nur auf die Basics geht, ist das halt auch total ätzend. Animate Dead. Mit Flicker ist jetzt halt auch ätzend. Ist es? Du flickerst die Kreatur. Besser nicht. Stimmt, wenn du Animate Dead flickerst, geht die Kreatur in den Friedhof und du kannst sie wieder targeten. Wenn du die Kreatur flickerst, bleibt sie einfach liegen. Stimmt. Genau. Am besten flickerst du einfach von dir selber das Karakas. Ich hätte Flicker einfach gespielt und hat das Karakas flickert, damit du einen Buddy liegen hast. Ja. Animate Dead auf. Animate Dead auf. Archon. Ja, dann hast du Trigger den Archon. ETB. Nochmal geht. Dann geht ja, die drauf. Drei Schaden und noch eine Handgala werfen, was wahrscheinlich das Wasteland wird. Gehe ich mal stark von aus. Mhm. Das ist ein Land. Keine Ursache in dem Deck anscheinend. Ja. Boah. Das jetzt mein Flickerwisp-Spiel macht jetzt halt nicht viel. Ich wollte kurz sagen, wenn du eine Flickerwisp spielen willst, musst du auf jeden Fall. Aber das macht nicht viel. Aber das macht halt genau gar nichts, weil wenn du halt Archon angreift, musst du halt wieder eine Kreatur abfahren. Und uff. Jetzt hat er wahrscheinlich Flickerwisp gespielt, weil er dachte, er kriegt damit den Archon weg, weil er dann nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist leider nicht so. Es ist nicht so wie bei anderen Spells, wo halt, wenn die Verzauberung weggeht, die. Oh mein Gott. Dann stirbt Archon, dann kommt das gleich. Es. Ja. Okay, so. Animate Dead. Gut. Zumindest diese Wahl war richtig. Aber das macht halt gar nichts, weil das Archon jetzt wieder ein ETB hat. Jo. Du hast halt eine Runde gekauft, weil es dann wieder Summoning Sickness hat. Am Ende des Zuges kommt das rein. Man hat sich einfach nur selber nochmal drei Schaden geschossen, dann noch eine Kreatur und zwei Handkarten abgeworfen. Autsch. Flickerwisp ist keine leichte Karte, auch wenn ganz, ganz viele Leute das denken. Flickerwisp ist echt ein bisschen schwieriger zu handhaben. Und Ich finde es immer schwierig, dass das Leute immer sagen, so, Flickerwisp ist voll easy und so. Aber nee, ist sie nicht. Ist sie echt nicht. Ja, die wird auch gediscardet.
Ja, das ist ein Lion-Sash. Das hättest du spielen. Ui. Da hast du erst Lion-Sash gelegt, dann die Flicker-Wisp. Du hättest ein weißes Mana übrig. Ist das für eine Karte ganz oben? Ne, hättest du nicht. Scheiße. Ja, Beat 3 Damage. Und danach nochmal 6 Damage, 5 Damage. 8 Damage, also 6 Damage. 6 ist der, 5-6 und macht 3 Damage. Genau. Das ist ja eklig. Das war jetzt echt. Also man hätte theoretisch. Noch eine Karte gezogen. Man hätte auf mehrere Turns gehen müssen. Man hätte das Standardland nicht discarden dürfen. Ja. Dann hätte man. Die Lion Sash wäre auch drauf gegangen im Angriff. Lion Sash wäre auch im Angriff drauf gegangen, ist korrekt. Deswegen, also es ist super schwierig, gegen die Archons mittlerweile zu spielen, als Yorion Texas. Zumal ist Death in Texas, hast du halt mit deinen 8 Removal, die du wesentlich konstanter ziehst bei 60 Karten, gar kein Problem damit. Aber mit Yorion ist Reanimator mittlerweile echt ein ungeiles Matchup geworden. Ja, vor allem, was die bekommen haben jetzt durch Modern Horizons. So viele starke Karten. Das ist ein Massakerwurm. Wow! Ja, ist natürlich ziemlich gut, wenn du gerade gegen Texas spielst, eine Menge Schaden noch mal drücken möchtest. Aber allein der Archon und der Emissary sind so strong und Grief sind alle drei so stark für Reanimate gewesen. Und ich finde es so schön, dieses Deck mal wieder zu zeigen zu können. Ich muss Ben irgendwann mal fragen, ob er einen Deck-Tag machen will oder ob ich einen Deck-Tag von ihm machen darf. Ich sehe ihn leider nur auf den Events. Mal gucken. Ob die Leute Bock haben auf einen Reanimator-Update, weil das letzte Reanimator ist halt vor Modern Horizons 2 gewesen, was auf diesem Channel lief, als Deck-Tag. Und das Yorion-Text ist gar nicht so alt. Das Deck-Tag ist auch. Weil ich immer wieder gefragt werde, unten in der Beschreibung, findet ihr die Deck-Tags und damit auch die Deck-Listen. Zumindest ähnliche Deck-Listen. Vielleicht nicht genau die Deck-Listen, aber sehr ähnliche, falls ihr einfach wissen wollt, was tut dieses Deck überhaupt oder ähnliches. Ja. Und ja. Das ist over, das ist geht mir jetzt in Beatdown einmal tot prügeln und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.